Ja, der ganze Winter ist, glaube ich, ein bisschen turbulent. Macht es uns nicht leicht, war im vergangenen Jahr auch schon, aber natürlich jetzt die veränderte Situation mit warmen Temperaturen. Wir haben ja eh noch Glück, dass wir kalte Nächte haben. Wir haben vor dem ersten Training eine kalte Nacht gehabt, das war sehr gut. Gestern einen ganz guten Lauf gehabt und das Wetter hat einfach nicht mitgespielt heute. Also es ist relativ warm und wenn es eben dann keine klare Nacht gibt und ein bisschen Niederschlag dazu, dann ist es auch ja, sinnvoll, das Training abzusagen, weil wir ja doch morgen eine gute Piste brauchen. Das heißt, wir müssen sehr schonend mit der Piste umgehen. Arger Stresstest ist natürlich die Besichtigung, weil die Läufer und die Trainer abrutschen. Das gilt es zu vermeiden. Das Fahren auf der Piste ist weniger anstrengend. Da musst du dem hohen Druck standhalten, aber der Abrieb ist dort nicht so vorhanden. Also wir haben drei Stationen, die ARD, das ZDF und den ORF und in erster Linie auch die Schweizer noch partiell, die live komplett von vorne bis hinten berichten. Wir haben viele Kabinen hier oben, die Sie alle sehen, die dann zusammenschneiden, ihre Bilder und Nachberichterstattung betreiben. Die Norweger machen den größten Riemen mittlerweile, ist ganz klar. Durchs Windal haben wir natürlich ein bisschen Fernsehzeit verloren in Norwegen, durch die Verletzung von ihm. Aber ansonsten haben wir im Pressezelt etwa 100 Schreibende, 100 Fotografen. Das ist das Aufgebot so für ein Weltcuprennen nach Kitzbühel.